Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Was wäre, wenn in Mittelerde? Der dritten Folge für heute. Vorher kam die verkürzte Folge Let's Play Dragon Age Origins und die komplette Folge Let's Play Gladius. Morgen kommt natürlich Let's Play Dragon Age Origins und Let's Play Gladius dann wieder in normaler Länge. Ich sag gleich voraus, dass ich keine Ahnung habe, ob die heutigen Folgen auch heute noch erscheinen. Das Problem ist, dass es jetzt schon wieder 19, also jetzt gerade aktuell 19 Minuten vor 11 ist nachts. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, ob ich die gleich hochlade, wenn ich die Folge fertig habe, also die jetzige, weil ich ziemlich müde bin. Es könnte durchaus sein, dass ich die Folge morgen früh, also die Folgen morgen früh hochlade. Das weiß ich noch nicht. Tut mir echt leid, aber es ging nicht anders zeitlich. Ich hoffe auch, dass ich die Folge jetzt einigermaßen gut mache, weil wie gesagt, ich bin ziemlich müde und wie ihr ja sehen könnt, ein bisschen im Stress. Sollte ich die jetzt noch machen? Also ich glaube, heute werden die nicht mehr online sein. Auch wenn ich mich dazu entscheiden sollte, die jetzt noch hochzuladen. Ich glaube, vor Mitternacht wird's schwierig. Ja, fangen wir an. Beim letzten Mal, beim Was wäre wenn, hatten wir Was wäre, wenn Gandalf Theoden nicht befreien könnte aus Sarumans Einfluss? Und ich hatte einen Wunsch in den Kommentaren. Ich bin mir nicht sicher, ob es beim letzten oder vorletzten Part war. Auf jeden Fall hatte ich einen Wunsch in den Kommentaren. Und dieser Wunsch war, was wäre, wenn Aragorn nicht den Krönungstitel angenommen hätte, nicht die Königskrönung, sondern weiterhin ein Waldläufer geblieben wäre. Das ist ein Thema, was ich hoffentlich jetzt gut mache, weil ich halte das, also es ist definitiv eine interessante Frage. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ich halte es aber auch für eine sehr schwere Frage, weil einmal könnte natürlich viel passieren oder eben nicht passieren. Und zum Zweiten ist es halt so eine Sache, ob das logisch passt. Einfach aufgrund von Aragorns Charakter. Deswegen mal schauen, worauf wir kommen. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich jetzt alles mir alles merke oder alles sage, was mir so im Kopf rumgeschwirrt ist. Natürlich könnt ihr jederzeit in die Kommentare alle Arten von Aussagen schreiben, Fragen, Ergänzungen, Erklärungen, Kritik, sonstiges. Bin ich über alles dankbar und werde ich natürlich auch darauf reagieren. Ja, Aragorn ist ja der letzte Stammesfürst der Dúnedain und die Stammesfürsten der Dúnedain sind ja, entstammen ja der alten Königslinie von Arvedain, die eben, wo eben der erste Stammesführer der Dúnedain, das war Aranath, der Sohn von König Arvedui, dem letzten König von Fornost, den Königstitel nicht angenommen hat, sondern eben sich zum Stammesführer der Dúnedain hat machen lassen, weil, naja, es gab kein Königreich mehr. Das Königreich Arnor war gefallen. Arvedain, der letzte der drei Teile, war vom Hexenkönig erobert. Fornost ist ja eingenommen worden. Und dann ist er eben mit seinen Getreuen in die Wildnis gegangen. Und so wurden sie eben zu den Waldläufern, zu den Beschützern des einfachen Volkes. Und genau, deswegen ist der Stammesführer der Dúnedain halt immer ein potenzieller König, ein potenzieller Anwärter auf den Königsthron von Arnor und Gondor, denn Gondor hat ja auch keinen König mehr. Und die Dúnedain sind halt an sich eine eingeschworene Gemeinschaft, die eben das einfache Volk beschützt, vor allem wovor sie sich selbst nicht schützen können, die allerdings eben sehr verborgen sind, sehr mysteriös sind, nicht offen das machen und deswegen auch keinen Ruhm ernten. Und ja, in manchen Gegenden, zum Beispiel dem Breland, sagen wir mal, misstrauisch beäugt werden, sagen wir es mal so. Das kann man zum Beispiel sehr gut an Aragorn erkennen. Aragorn hat ja viele Spitznamen und einer davon ist ja Streicher. Das ist der Spitzname, den wahrscheinlich die meisten was sagen wird. Und diesen Spitznamen hat er ja in Bre und Umgebung. Und das ist eigentlich, ja, nicht unbedingt eine Beleidigung, aber es ist abwertend.
Denn die Breländer hielten die Waldläufer für gefährlich. Sie wussten nicht, was sie von denen halten sollen. Butterblume zum Beispiel, also der Wirt vom Tessenden Pony, sagt zu Aragorn, er ist gefährlich, er ist schweigsam und grimmig und Streicher könnte halt alles heißen von einfach nur einem, den er nicht über den Weg traut, bis zum, ja, bis zum Banditen, bis zum Wegelagerer bis sonstiges oder halt nur Strolch, Rumtreiber. Also auf jeden Fall alle möglichen Assoziationen für Personen, die ja jetzt normale Stadtbewohner nicht unbedingt mögen oder ja, doch, Bre kann man schon als Stadt bezeichnen, die normale Stadtbewohner nicht mögen, wo sie einfach abschätzig sind oder zumindest misstrauisch. Und ja, Aragorn hat ja, wie gesagt, viele Spitznamen. Bis zu seinem 20. Lebensjahr kannte ja Aragorn seinen richtigen Namen nicht. Sein Vater ist ja gestorben, der letzte Stammesfürst Dúnedain ist gestorben, als Aragorn 2 war. Aragorn wurde danach, wie es Sitte ist, wie alle Stammesführer in Bruchtal aufgezogen. Und ihm wurde eben der Name Estel gegeben von Elrond, was für ihn so eine Art Ziehvater war. Das hatte einen einfachen Grund. Die Weisen wussten, dass Sauron den Erben Isildur sucht, um ihn halt zu eliminieren, zu töten und um Aragorn zu schützen, um seine Identität zu schützen, nannten sie ihn Estel. Und erst wo er 20 war, hatte er erfahren, wie er wirklich heißt und was halt seine Bestimmung ist. Hat sich dann auch in Arwen verliebt und ja, Elrond hat die Verbindung zwischen ihm und Arwen eigentlich nicht gerne gesehen, weil natürlich sie Elbe, also zumindest Halbelbe, hypothetisch unsterblich. Verliebt sich in einen Menschen und Elrond weiß halt, seine Tochter wird irgendwann sterben und hat deswegen Aragorn ja als Aufgabe gegeben, um sie heiraten zu dürfen, muss er König von Arnor und Gondor werden. Aragorn hat sich dann aufgemacht in die Wildnis, um sich auf die Aufgabe vorzubereiten, hat Wehrdienst geleistet unter König Tengil von Rohan und Ecphelion, dem damaligen Herrscher von Gondor. Dabei einige sehr interessante Aktionen gemacht, zum Beispiel fast die komplette Flotte der Korsaren vernichtet und war zum Beispiel auch in Run und Khant, also in den Ostlingsreichen, um dort die Menschen kennenzulernen. Er hat da auch versucht, Saurons Einfluss ein bisschen zu mindern und ja, später, was später passiert ist, also ich fasse jetzt natürlich noch kurz zusammen, ist klar, später hat er Gandalf kennengelernt, hat erfahren, dass der Ring wieder gefunden wurde, hat sich auf die Suche nach Gollum begeben, viele Jahre, und hat ihn auch letztendlich gefunden in den Totensümpfen, hat ihn bei den Waldelben abgegeben, quasi zur Verwahrung, könnte man sagen, und ja, später hat sich die Gemeinschaft des Ringes angeschlossen. Aber was wäre jetzt, wenn er das gar nicht wollte, wenn er immer nur Waldorf bleiben wollte, gar nicht die Königs Krone haben möchte und also quasi ja, ich möchte nicht sagen Schicksal, aber dieses potenzielle Möglichkeit, dass der Stammesführer Dúnedain eben auch König werden kann, nicht nutzen will. Nun, zum einen, ich habe es schon gesagt, die Heirat an Arwen war daran gekoppelt, dass er König wird von Arnor und Gondor. Das heißt, diese Heirat wäre nicht passiert. Heißt auch, Aragorn hätte keine Kinder gehabt. Im Original hatte er dann als König auf jeden Fall mehrere Kinder, den Sohn Eldarion und mehrere Töchter, von denen man den Namen leider nicht kennt. Das würde dann natürlich wegfallen. Ebenso würde wegfallen, dass Arnor als Königreich wieder aufblüht. Arnor würde weiter ein, ja, Name aus der Erinnerung bleiben. Würde weiter eher unwirklich bleiben. Die einzigen wirklich bewohnten Gebiete in dieser Umgebung ist ja das Breeland und das Auenland natürlich. Aber so in Arnor selber, also Annúminas zum Beispiel war eine Ruine, Fornost war eine Ruine, in der Nähe war ja dann Rhodor, was ja, wie wir erst die Woche beim Wunderbad hatten, so Probleme immer hatte mit Orks, die Ettenöden. Also da war halt nicht gerade Orte, wo normales Volk hingegangen ist. Und das wären weiter wilde und gefährliche Orte geblieben. Und halt prima Nährboden für alles Böse geblieben. Orks, Trolle, vielleicht Schlimmeres. Die Grabunholde zum Beispiel, die man ja auf den Hügel überwunden hat, was ja in einem ehemaligen Bereich Arnors liegt. Das wäre so geblieben. Außerdem hätte natürlich auch Gondor keinen König gehabt. Da waren ja die Hochsessen an der Macht.
Da wäre dann natürlich der logische Folger Faramir gewesen, weil wir gehen jetzt mal davon aus, dass Faramir den Ringkrieg trotzdem überlebt hätte. Den hat er überlebt durch Gandalf von Pippin und das auch ohne Aragorns Zutun. Wobei nicht ganz. Das ist, aber da komme ich gleich noch drauf. Fangen wir einfach am Anfang an. Also auch ein bisschen auf das, was ich jetzt gesagt habe. Wie gesagt, ich hoffe, ich springe jetzt nicht zu sehr, aber ich bin halt ziemlich müde. Also sorry, wenn ich was vielleicht jetzt doppelt wiederhole. Also, Aragorn hätte wahrscheinlich auf jeden Fall nicht seine, ja, sagen wir mal, seine Ausbildung, sein Training, seine Vorbereitung gemacht in Rohan und Gondor. Denn er hat das gemacht, um sich eben vorzubereiten auf die Aufgabe, später König zu werden. Das heißt, Tengel von Rohan, also König Theodens Vater, hätte keinen Support bekommen, genauso wie Ecphelion, also Denethors Vater. Das hätte natürlich zur Folge, dass Denethor Aragorn nicht als Feind sieht, wie er es im Original tut, weil im Original hat er wahrscheinlich die richtige Herkunft Aragorns erahnt. Aragorn hatte da ja den Spitznamen Thorongil, weil er eben nicht sagen wollte, hey, ich bin der zukünftige Erbe, sondern er hat sich halt da als nur als Heerführer quasi präsentiert, der halt eben in den Dienst der beiden Herrscher gegangen ist. Es hätte natürlich auch dazu geführt, dass die Kosaren nicht zurückgeschlagen worden wären. Die wären beide eine große Gefahr gewesen, weil Aragorn war einer von denen, die damals gewarnt haben, immer davor, Umbra zu beobachten, es nicht zu stark werden zu lassen. Was später durchaus Probleme hätte bereiten können, sagen wir mal. Und Aragorn wäre halt auch niemals in Rûn oder Kant gewesen. Das ist natürlich jetzt kein wahnsinnig großer Ausschlag, aber es könnte halt durchaus einen Ausschlag geben, weil ich davon ausgehe, dass er bei diesen Reisen, da ist halt leider nicht viel überliefert. Ich gehe aber davon raus, dass er halt da, sagen wir mal, einiges gelernt hat. Zum Beispiel über die Lebensweise der Ostlinge, über ihr Denken, auch eben über ihre Abhängigkeit von Sauron, die er im Original eben versucht zu mildern, was in dem Fall nicht passieren würde, weil er sich, wie gesagt, nicht auf die Königsaufgabe vorbereiten würde. Aragorn würde stattdessen wahrscheinlich bei den Dúnedain bleiben, weiter das Auenland und das Breeland sichern, weil ich gehe davon aus, dass Aragorn trotzdem nicht sagen würde, ja, ich habe auf gar nichts mehr Bock, ich schmeiß alles hin, sondern er würde weiter seinen untergebenen Dúnedain ein Anführer sein und die Gegend sicher halten. Ich denke, er würde auch trotzdem Gandalf kennenlernen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er hat ihn sogar im Bree kennengelernt. Und er würde, auch wenn er nicht König werden möchte, nehme ich sehr stark an, trotzdem die Wichtigkeit erkennen, was das angeht mit dem einen Ring. Denn, wie gesagt, er wurde in Bruchtal ausgebildet. Und da in Bruchtal ja Elrond ist und Elrond in der Schlacht des letzten Bundes ja Augenzeuge und Mitkämpfer war, wird er auch entsprechend gebildet sein und von den Ringen der Macht wissen. Das heißt, die Suche nach Gollum wäre trotzdem passiert, ebenso wie ich denke später die, ja, Aufnahme in die Ringgemeinschaft, weil er würde wahrscheinlich trotzdem versuchen wollen, den Ringträger zu schützen und zu unterstützen. Einmal, weil es ein Hobbit ist, für die er ja eh ein bisschen verpflichtet ist, so als Beschützer von Auenland und Breeland. Und einmal einfach, weil er eben wegen der Erziehung weiß, wie wichtig das ist. Dann während dem ganzen Ringkrieg, während der ganzen Zeit in der Gemeinschaft des Ringes, wäre wahrscheinlich nicht so viel anders gelaufen, vermute ich. Ein paar Sachen natürlich schon. Zum Beispiel hätte Boromir, genauso wie Denethor, ihn nicht so als Rivalen betrachtet. Denn Aragorn hätte ja nicht gesagt, ich bin Isildurs Erbe, sondern ja, ich bin halt ein Dúnedain-Waldläufer und möchte den Ringträger unterstützen. Das hätte natürlich dazu geführt, dass die beiden wesentlich besser zueinander stehen. Ich meine, Boromir und Aragorn standen jetzt nicht so feindlich zueinander, aber halt durchaus ein bisschen wie Rivalen, was erst ja am Ende bei Boromirs Tod sich ändert. Und da wäre es halt gleich nicht so negativ angegangen, sage ich mal. Aber natürlich hätte Aragorn auch Schwierigkeiten gehabt. Nach Gandalfs Fall in Moria zum Beispiel hat er ja im Original die Gemeinschaft weitergeführt. Ob er das in diesem Fall auch getan hätte, weiß ich nicht. Weil Aragorn möchte ja nicht,
anführen. Er, auch im Original, versteckt er sich sehr viele Jahre vor seinen Pflichten, König zu werden. Und ich schätze Aragorn halt so ein, dass er dann einfach sagen würde, ja, ich mache mit, ich helfe mit, weil es wichtig ist, aber ich will nicht anführen. Das heißt, nach Gandalfs Fall hätte es wahrscheinlich keinen Gemeinschaftsführer gegeben. Also ich wüsste zumindest nicht wer. Aragorn hätte das, wie gesagt, nicht gemacht. Gimli und Legolas weiß ich auch nicht. Boromir könnte ich es zutrauen, dass, weil er ja auch während der Ratssitzung war ja schon der festen Überzeugung, dass man halt den Ring benutzen sollte, solange es geht, dass halt eigentlich die Idee, ihn in den Schicksalsberg zu werfen, Wahnsinn ist. Also er hätte wahrscheinlich, vermutlich versucht, sich jetzt quasi wichtiger zu stellen nach Gandalfs Fehlen, nach Gandalfs Abwesenheit. Aber das hätten die anderen wahrscheinlich überstimmt. Oder man hätte natürlich denken können, dass vielleicht jetzt alle sagen, ja gut, Frodo als Ringträger soll quasi auch Anführer der Ringgemeinschaft sein. Macht ja auch irgendwo, zumindest in meinen Ohren, Sinn. Ob das besser gewesen wäre, weiß ich nicht, weil Frodo kennt ja nicht unbedingt den Weg. Der wäre wahrscheinlich genauso gegangen, wie er dann im Original gegangen ist. Über die Emenul, die Totensümpfe und dann zum Schwarzen Tor. Ohne Gollum in diesem Fall natürlich, weil es hätte ja kein, nicht unbedingt ein Bruch der Gemeinschaft gegeben. Also nicht unbedingt. Es könnte natürlich trotzdem sein, dass Boromir trotzdem in dem Ring verfällt, wie auch im Original. Vielleicht in dem Fall wirklich um den Streit, wo es hingeht und wer halt jetzt Anführer der Ringgemeinschaft ist. Ansonsten wäre Aragorn natürlich, also ich gehe jetzt vom Original aus. Das heißt, Boromir verfällt im Ring, versucht Frodo zumindest den Ring zu nehmen, wenn nicht sogar ihn zu töten. Deswegen zerbricht die Gemeinschaft, Boromir stirbt. Und Merry und Pippin werden entführt, während eben Frodo und Sam einen anderen Weg wählen. Und Aragorn, Legolas, Gimli, die sich eben entscheiden, Merry und Pippin zu verfolgen, weil eben sie denken, ja gut, das Schicksal des Ringträgers ist nicht mehr in unserer Hand. Wir können da nichts mehr machen und die könnten halt, könnten wir noch retten. Und ja, da wäre dann das nächste Thema, Rohan. Im Original ist halt Aragorn schon in Rohan gewesen. Wie gesagt, hat unter König Tengel gedient. In diesem Fall nicht. Das bedeutet, er ist in Rohan ein Fremder. Ein Mann, den keiner kennt. Zum Beispiel Eomer oder halt auch Theoden. Also im Film zum Beispiel gibt es in der Special Extended eine Szene, wo es um Aragorns Alter geht. Wo halt auch gesagt wird, dass Theoden ihn schon kennt, dass er unter Tengel gedient hat. Also Eowyn fragt ihn da, wie alt er ist. 88 übrigens, wer es noch nicht wusste. Und dass er da eben, da sagt eben Aragorn auch, ja, das Königsgedächtnis ist gut, er war da noch ein kleines Kind. Aber das wäre halt nicht passiert, wenn Aragorn gar nicht König wollen würde, weil, wie gesagt, dann wäre er davor nie in Rohan gewesen. Und das hätte natürlich einiges anders machen können. Im Original zum Beispiel führt er halt in Helms Klamm auch gezielt an. Also im Buch, aber auch im Film. Aber im Buch ist es deutlicher. Da führt er zum Beispiel mehrmals Ausfälle an bei Helms Tor mit Eomer zusammen und befehligt halt auch, was er wahrscheinlich in dem Fall nicht wollen würde, beziehungsweise könnte. Natürlich ist auch die Frage nach der Waffe. Weil im Buch kriegt er halt Anduril, also das wiedergeschmiedete Nazil, das neu geschmiedete Nazil, sofort in Bruchtal. Aber das ist ja das Schwert des Königs. Das würde Aragorn nicht annehmen. Im Film ist es halt anders. Im Film kriegt er halt das Schwert erst später, aber auch da halt nur, da sagt ja Elrond auch schön, er soll dem Weg seiner Bestimmung folgen und den Walddörfer hinter sich lassen. Und wie gesagt, das würde Aragorn in unserer Theorie ja nicht tun. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Aragorn normale Waffen führen würde, ein normales Schwert, vielleicht auch einen Bogen wie im Film, aber halt nicht Anduril. Und das macht halt schon im Buch einige Male was aus. Zum Beispiel in Helms Klamm, weil Anduril halt funkelt in der Schlacht. Also nicht direkt funkelt, aber es glänzt so ein bisschen und es macht den Uruk-hai und Orks Angst. Und das würde dann nicht passieren. Da gibt es eine schöne Buchstelle bei einem Ausfall, wo die Uruks auf Distanz gehalten werden, weil, ja, weil eben Anduril, ich weiß es leider nicht Wortwahl, ich glaube, es funkelt, also es leuchtet halt ein bisschen wie eine Fackel, glaube ich. Und das macht ihnen dann halt Angst und blendet ihre Augen. Ich bin mir aber nicht sicher.
Irgendwas war da. Gerne in die Kommentare, wenn ihr da genaues wisst. Das würde halt in dem Fall nicht passieren, weil ich in dem Fall davon ausgehe, dass er Anduril nicht führen würde. Und was Lorien angeht, wo jeder Geschenke kriegt, Wagon ja unter anderem im Buch eine Schwertscheide kriegt für Anduril und einen Stein. Und Film den Elbendolch. Ist halt auch so eine Frage, weil ohne Anduril gäbe es natürlich auch keine Schwertscheide für Anduril, ne? Logisch. Und ja, später dann in Minas Tirith hätten wir ein ähnliches Problem. Zum einen kriegt er im Buch Aragorn dann Unterstützung von Halbarad, also von seinem Vetter und der Grauen Schar, die dann mit ihm eben über die Pfade der Toten gehen und letztendlich nach Minas Tirith. Das würde in dem Fall aber nicht passieren, weil auch das ist eine Sache, die mit dem Königsein zu tun hat, dass er eben bewusst über die Pfade der Toten gehen soll, weil nur Isildurs Erbe die Toten zum Kampf rufen kann. Und das könnte er dann nicht, weil er würde ja sich seinem Erbe verweigern. Und deswegen würde die Schlacht auf den Pelennor-Feldern natürlich dezent anders ablaufen. Ich meine, im Buch kämpft die Armee der Toten nicht auf dem Schlachtfeld. Im Buch nutzt Aragorn sie quasi nur, um die Lehen zu befreien, die von den Kosaren noch in Schach gehalten werden. Das würde in dem Fall halt gar nicht passieren. Und Thema Kosaren hatten wir ja vorher erst. Aragorn hat als Thorungil halt gesagt, sie sollen nicht zu stark werden und hat sie auch empfindlich geschwächt, was er in diesem Beispiel nicht hätte. Das bedeutet, ich fürchte, dass die Schlacht um den Pelennor verloren gewesen wäre. Weil wir wissen es aus Film und Buch. Gondor und Rohan, die Armeen, haben nicht gereicht. Insgesamt gegen die Scharen Mordors, gegen die Scharen Harads und haben dann letztendlich nur gereicht, weil eben Aragorn kam mit den Lehen und mit der Grauen Schar und quasi, da er ja auf den eroberten Kosaren-Schiffen kam, die Heere des Bösen so irritiert waren, dass sie halt gewinnen konnten. Das wäre in dem Fall, sagen wir mal, zumindest sehr, sehr tricky, sehr knifflig, wenn überhaupt möglich. Außerdem noch was anderes Interessantes dazu ist zu erwähnen, der Palantir, den ja Saruman besitzt, also der Orthanc-Palantir, den er ja sowohl im Buch als auch im Film ja widerwillig verliert, könnte man sagen. Also im Buch wird er, nachdem eben Gandalf mit Aragorn, Legolas, Gimli, mit Theoden und so weiter nach Isengard gegangen ist, wird der Palantir aus dem Fenster geworfen, wahrscheinlich von Grima. Und im Buch, und im Film wird er halt gefunden. Also da gibt es ja in Special Extended eben die Szene, wo Saruman stirbt und dann den Palantir verliert aus seinem Ärmel, aber ohne Extended Edition wird der Palantir einfach gefunden. Und ja, Aragorn hat ja den Palantir unter seine Kontrolle bekommen, von Saurons Kontrolle entfernt quasi oder befreit. Aber auch das war halt nur so eine Ich bin der Erbe Isildurs Geschichte und mit Anduril und so. Da sieht man in der Special Hint auch eine schöne Szene, was in diesem Fall sehr schwer wäre. Und der Palantir, man weiß ja, der zeigt Dinge. Zum Beispiel wussten ja so erst die Leute des Westens, also Gandalf und Co., dass eben Sauron plant, Minas Tirith anzugreifen. Wüssten sie in dem Fall vielleicht, vielleicht auch nicht. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass wie durch ein Wunder die Schlacht auf dem Pelennor gewonnen werden könnte, haben wir ein weiteres Problem. Denn Aragorn hat sich im Original da das erste Mal als Königsanwärter gezeigt, sage ich mal. Er hat ja das Banner Elendils entrollen lassen, er trug den Stern Elendils an der Stirn und hat aber beides ja abgelegt nach der Schlacht, weil er wollte in die Stadt erstmal kommen. Als Waldläufer, als Hauptmann der Waldläufer, als zwar nicht neutrale Person, aber halt noch nicht als zukünftiger König. Und hat ja dann sich einen großen Namen gemacht als Heiler, unter anderem Irwin geheilt, Merry geheilt und eben auch Faramir, den wir ja vorher schon hatten. Und das könnte er in diesem Fall nicht, weil auch das ist eine, also es gibt ja im Buch die schöne Zitat, die Hände des Königs sind die Hände des Heilers. Und so wird der König erkannt. Das sagt eine alte Heilerin in den Häusern der Heilung, eben bezogen auf Aragorn.
Und ja, er kennt sich in der Heilkunst aus, aber ohne sein Schicksal zu nehmen, wie soll ich sagen? Er ist, wie ich schon mal bei dem dritten Zeitalter gesagt habe, er ist kein Magier. Er ist einfach nur ein sehr begabter und vom Schicksal gesegneter Mensch mit halt großem Wissen, teilweise auch großen Fähigkeiten, aber kein Magier. Er kann keine Wunder herbeizaubern und das wäre halt dann nicht möglich. Das bedeutet, ich gehe davon aus, dass Eowyn verstorben wäre nach dem Kampf gegen den Hexenkönig, genauso wie Merry und naja, Faramir war ja in seinem fiebrigen Koma. Was ihn halt, wo er Denethor zum Beispiel dachte, er wäre tot, ne, die ganze Reiterhaufen-Geschichte, was ihn ja auf jeden Fall sehr stark entkräftet hat. Und ja, das könnte dann letztendlich dahin führen, dass es halt dann keinen Erben gäbe, weil vom Trost dessen Faramir könnte sterben und sonst der Denethor war tot, Boromir war tot und Aragorn würde halt, wie wir in dem Fall von ausgehen, die Königstitel nicht annehmen. Das heißt, es gäbe da niemanden, der es übernehmen könnte. Man könnte natürlich, sie würden schon jemanden wählen oder finden, aber es wäre halt, ihr seht schon, es wäre sehr schwer mit Gondor. Selbst wenn die Schlacht um Minas Tirith erfolgreich wäre. Und ja, die Schlacht am Schwarzen Tor würde auch nicht stattfinden wie im Film, weil auch das ist ja eine Schlacht, die Aragorn quasi zumindest als Idee gibt, im Sinne von lenken Sauron ab, wir ziehen seine Aufmerksamkeit auf uns, damit Frodo den Ring zerstören kann. Und auch da zeigt sich Aragorn erst erstes Mal als Rückforderung des Throns, also als Rückforderer des Throns von Gondor. Was in dem Fall, ich meine auch wie vorher schon, er wüsste um die Wichtigkeit des Ringes, er würde wahrscheinlich trotzdem diese Ablenkung vorschlagen. Aber ja, er ist halt kein Königsanwärter, weil er es ja nicht sein will. Das heißt, ob die Schlacht am Schwarzen Tor so abgelaufen wäre wie im Original, auch das wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil auch das war ja ein bisschen eine Aneinanderreihung von Glücksfällen, den Angriff der Adler, das Zerstören des Ringes, was ja sehr auf der Kippe stand, weil es war ja sofort klar, dass an sich die Heere, die zum Schwarzen Tor gingen, eigentlich machtlos waren gegen die Armeen Mordors. Das war ja ein absolutes Himmelfahrtskommando, was einfach nur darauf plädiert hat, dass eben Frodo rechtzeitig den Ring zerstört, dass sie eben Frodo genug Zeit verschaffen können, damit er den Ring zerstören kann. Und ob das in dem Fall geklappt hätte, naja, ich weiß nicht. Also ihr seht schon, dass wenn Aragorn nicht König werden wollte, ist halt eine sehr schwierige Geschichte und hätte halt oft Sachen anders machen können, teilweise Kleinigkeiten und teilweise halt große Sachen, wie eben zum Beispiel das mit dem Heer der Toten, wie zum Beispiel das mit dem Palantir befreien, wie zum Beispiel das letztendlich halt mit seinen ganzen Aktionen als Thorungil, weil gerade die Korsaren wären halt eine extreme Gefahr gewesen für Minas Tirith, weil es hätte sich ja keiner um sie gekümmert, zumindest nicht so, wie es im Original gewesen wäre. Und sie hätten kaum aufgehalten werden können, weil die Armee der Toten hätte ja gefehlt. Also ihr seht schon, es ist ein bisschen, ich weiß nicht, ich neige dazu zu glauben, dass dann die Geschichte nicht so gut ausgegangen wäre. Zumindest nicht für Gondor und für den Ring auch sehr kompliziert geworden wäre, also für die Ringgemeinschaft. Ich meine, andere Orte hätten davon wenig mitbekommen, weil gerade das Auenland und Breland hätte davon profitiert, weil sie hätten halt dann mehr Schutz gehabt, weil Aragorn natürlich mehr dort vor Ort gewesen wäre. Und nicht nur ein paar seiner untergebenen Dúnedain, es waren ja auch nicht alle, die waren ja ziemlich verstreut. Und ja, das mit Arnor ist halt auch so eine Sache. Arnor wäre halt nicht wiedererstanden. Wäre halt weiterhin, wie gesagt, ein gefährliches Land gewesen. Wenn der Ring dann zerstört worden hätte können. Zum Schlusswort möchte ich aber noch sagen, dass dieses Szenario natürlich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ein bisschen tricky ist. Weil ich weiß gar nicht, ob das realistisch ist. Ich weiß nicht, ob es realistisch ist, dass Aragorn nicht König werden will. Er hat sich in Arwen verliebt, praktisch. Und zwar seine einzige große Liebe. Merkt man ja auch schön, weil Eowyn zum Beispiel macht ihm ja definitiv schöne Augen, sowohl im Film als auch im Buch. Und gerade im Film zum Beispiel tut er sie ja quasi, ja, tut er sie ja quasi abspeisen. Also ihr knallhart sagen, dass einfach sein Herz für eine andere schlägt. Und im Buch ist es so ähnlich.
Also die Liebe ist halt ein sehr wichtiger Punkt für die Krönung. Das andere ist halt, er hat, wie gesagt, sehr viele Jahre damit verbracht, vor seiner Bestimmung wegzulaufen. Das wäre ein Punkt, der für diese Theorie, für dies was wäre, wenn natürlich sprechen könnte. Aber ja, da wäre halt dann auch die Freundschaft zu Gandalf, die ja sehr tief war, der für Aragorn ja sehr wichtig war, Elrond natürlich, und halt seine Verantwortung als Stammesführer der Dúnedain, selbst wenn er nicht König werden sollte, er war halt der Letzte aus der Stammesführerlinie. Wenn er dann gestorben wäre, dann wären halt die Dúnedain nie ein Volk geworden, zumindest nicht die nördlichen, die wären dann auch im Laufe der Zeit langsam ausgestorben. Also was heißt ausgestorben? Also langsam immer weniger geworden und verschwunden. Und wie gesagt, Gondor hätten halt die Trossessen weiter regiert, wenn die Trossessenlinie den Ringkrieg überlebt hat, heißt das. Das ist halt, wie vorher schon gesagt, ein bisschen tricky. Ja, halbe Stunde ist es geworden. Jetzt ist es 11 nach 11. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin, wie gesagt, verdammt müde. Ich weiß nicht, ob ich alles genannt habe. Aber Kommentare jeder Art, wie gesagt, gerne reinschreiben. Ich werde mich dann dazu äußern. Natürlich gerne weitere Wünsche für dann nächste Woche oder die nächsten Wochen. Und genau, wir sehen uns dann spätestens morgen wieder bei eben den 2 Folgen in normaler Länge. Ob ich jetzt, wie gesagt, gleich die Folgen hochlade, weiß ich nicht. Also ich denke, vor Mitternacht werden die auf keinen Fall online sein. Ist halt, ich weiß schon, es ist beschissen, weil Montag kamen die Folgen nicht rechtzeitig, Dienstag gerade so, genau genommen 11:45 und heute wieder nicht. Aber ich habe halt derzeit echt viel um die Ohren und es ging leider Gottes nicht anders. Deswegen, ja, werden es sehen, wie es läuft. Und genau, spätestens morgen früh werdet ihr dann hoffentlich die Folgen sehen. Und ich denke, morgen Abend mache ich dann, naja, die normalen morgigen Folgen. Mal gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn ihr möchtet, bei den nächsten Folgen wieder. Beim Was wäre, wenn natürlich nächste Woche. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.